So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Zentralübung, das erste Mal im neuen Jahr. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und so wie immer können Sie auch kurz Hallo sagen, wenn Sie möchten. Schreiben Sie einfach was in den Chat rein, dann weiß ich, dass Sie da sind. Sie wissen, dass Sie nicht ganz alleine sind und sich das hier anschauen und wir können direkt dann auch starten. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen, haben die Zeit auch ein bisschen genutzt, um die Inhalte, die wir in den letzten Wochen behandelt haben, im letzten Jahr nochmal vielleicht ein bisschen zu wiederholen und sind jetzt bereit, dass wir uns wieder neuen Inhalten widmen. Das werden wir heute auch gleich tun. Wir beschäftigen uns heute mit der praktischen Anwendung von dem, was wir in der Vorlesung uns angeschaut haben. Da haben wir zwei neue Datenstrukturen kennengelernt. Einmal die ArrayList, mit der wir dann, wenn uns ein Array vielleicht ein bisschen zu komplex ist, gerade wenn wir so dynamische Sammlungen von Daten haben, ein bisschen leichter umgehen können. Und die HashMap, wenn wir schnell auf bestimmte Elemente innerhalb einer Datenstruktur wieder zugreifen müssen oder wollen, die entsprechend dann benutzen können. Also diese beiden Sachen schauen wir uns heute oder eine von beiden Sachen schauen wir uns heute in der praktischen Anwendung an. Bevor ich damit loslege, würde ich gerne kurz mit Ihnen nochmal über dieses Thema Wiederholung der vergangenen Inhalte sprechen. Ich hoffe, Sie haben es mitbekommen. Wir haben Ihnen vor Weihnachten, oder ja doch, ich glaube, es war vor Weihnachten, als wir das veröffentlicht haben, diese Sammlung von Übungsaufgaben bereitgestellt, Wiederholungsaufgaben. Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, ob Sie sich damit schon beschäftigt haben. Schreiben Sie mal ein Ja rein, wenn Sie sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben. Schreiben Sie mal ein Nein rein, wenn Sie das jetzt vielleicht noch bis jetzt nicht gemacht haben. Nur damit wir nochmal so ein kleines Stimmungsbild einholen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Okay, die Leute, die sich schon damit beschäftigt haben, können Sie mal vielleicht so grob abschätzen, wie viele von den Aufgaben Sie schon erledigt haben? Grob irgendwie schätzen, es sind ja insgesamt, glaube ich, 45. Vielleicht packen wir jetzt auch, bevor die Klausur ansteht, noch ein paar Aufgaben dazu, damit Sie auch diese neuen Themen, ArrayLists und HashMaps, nochmal ein bisschen wiederholen können. Ganz kurz, was wir uns dabei gedacht haben. Die Idee hinter diesen Aufgaben ist nicht, dass Sie in Form von irgendeinem Assessment eine Bewertung bekommen. Sie haben diese Aufgaben jetzt so und so gut gelöst und damit kriegen Sie irgendwie eine Note oder so, sondern diese Aufgaben, zumindest der große Teil davon, sind bewusst so angelegt, dass Sie wirklich die Basics nochmal trainieren. Die unter Ihnen, die damit schon gearbeitet haben, können das bestimmt bestätigen. Gerade so die ersten Aufgaben, die wiederholen sich auch zum Teil, die sind sehr repetitiv, sie legen ständig irgendwelche Kreise an, bewegen die, machen neue Klassen, Vorschleifen, Arrays etc. Und das ist auch der Hintergedanke dahinter. Sie sollen ganz, ganz häufig die gleichen Dinge machen. Wir wollen, dass Sie zumindest nicht mehr so viel darüber nachdenken müssen, wenn Sie zum Beispiel mit einer Vorschleife über einen Array iterieren. Das sind so ganz klassische Dinge, die Sie als Bausteine immer wieder brauchen und wir würden jetzt langsam gerne den nächsten Schritt gehen und dieser nächste Schritt heißt, mit diesen Grundlagen, ich weiß, wie eine Vorschleife funktioniert, ich weiß, wie ein Array aufgebaut ist, ich weiß, wie ich grob irgendwie selber eine Klasse modelliere, dann interessantere Dinge selber machen, also vielleicht komplexere Animationen machen, vielleicht kleine Spiele entwickeln, vielleicht auch einfach eine komplexere Klassenhierarchie selber erschaffen. Und damit das funktioniert und damit Sie sich dann immer auf die inhaltlichen Aspekte vom Programmieren konzentrieren können, ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie diese Bausteine, aus denen so ein Programm aufgebaut ist, zum Beispiel eine Methode mit bestimmten Parametern anzulegen, eine Schleife aufzubauen, die über einen bestimmten Wertebereich läuft, dass Sie das möglichst, vielleicht nicht auswendig, aber ohne viel zu überlegen, hinschreiben können. Und das ist der Hintergedanke hinter diesen Aufgaben. Nochmal der Hinweis, es sind jetzt diese Woche nochmal zwei neue inhaltliche Aspekte dazugekommen, nämlich diese Datenstrukturen ArrayList und HashMap. Und da werden wir bestimmt auch noch die ein oder andere Aufgabe ergänzen. Machen Sie das auf jeden Fall. Wenn Sie sich jetzt noch nicht damit beschäftigt haben, nehmen Sie sich die Zeit, sagen Sie sich vielleicht selber, dass Sie sich jeden Tag irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde damit beschäftigen. Wir haben Ihnen grob auch immer gesagt, wie viel Zeit man wahrscheinlich braucht für die Aufgaben, und versuchen Sie dann vielleicht das parallel zur Klausurvorbereitung auch durchzuziehen. Wir haben es Ihnen so einfach wie möglich gemacht. Es gibt immer Starterpakete, die Aufgaben sind sehr, sehr kurz. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch nochmal zeigen, finden Sie dann immer auch noch ein paar Informationen dazu, wo Sie sich inhaltlich nochmal mit diesen Themen auseinandersetzen können. Bei manchen Sachen haben wir auch die entsprechenden Videos hinterlegt, die Sie sich nochmal anschauen können. Also nutzen Sie dieses Angebot. Ich hoffe mal, ich mache jetzt keinen Fehler, wenn ich kurz die Leute, die sich schon damit beschäftigt haben, fragen. Hat Ihnen das was gebracht? Haben Sie das für sinnvoll erachtet? Können Sie ja mal kurz in den Chat reinschreiben. Ein paar von Ihnen haben sich ja schon beschäftigt. Hat das was geholfen? Würden Sie das anderen Leuten auch empfehlen? Ja, schauen Sie doch. Also, da haben Sie jetzt auch von Ihren Kommilitonen nochmal den Hinweis bekommen, dass Sie das auf jeden Fall positiv mitnehmen können, und deshalb nochmal an alle irgendwie der Hinweis, arbeiten Sie damit diese Grundlagen nochmal durch. Und auch nochmal der Hinweis, die betonen das ganz explizit, es ist kein Assessment. Wir wollen Ihnen jetzt nicht irgendwie damit sagen, Sie müssen diese Aufgaben irgendwie erledigt haben, damit Sie eine bestimmte Note oder sowas bekommen, sondern das ist wirklich repetitives Wiederholen von den Grundlagen. Die Seite poste ich gerne kurz in den Chat rein, finden Sie unter dieser URL. Das ist dann auch alles nochmal ein bisschen genauer erklärt, wie wir uns das so vorstellen. Also dann würde ich jetzt mal mitnehmen, einige von Ihnen haben sich damit beschäftigt, finden das cool, andere Leute haben jetzt hoffentlich auch die Motivation, sich damit zu beschäftigen. Und wir kümmern uns darum, dass wir noch ein paar Aufgaben nachliefern zu den Themen dieser Woche. Und das ist dann auch eine ganz gute Überleitung. Ist das schon eine Überleitung? Ich überlege gerade, ob ich Ihnen noch was anderes Organisatorisches mit auf den Weg geben sollte. Natürlich ein Hinweis noch. Denken Sie dran, dass wir zusätzlich zu den Präsenzübungen, die jetzt in dieser Woche wieder anlaufen, auch eine Online-Übung anbieten, und überlegen Sie sich, was irgendwie für Sie aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht müssen Sie irgendwie ein bisschen besser auf sich Acht geben, besser wäre als eine Präsenzübung, und geben Sie uns einfach nur rechtzeitig Bescheid, wenn Sie die Online-Übung wahrnehmen möchten. Also das Angebot steht, Sie müssen uns das nur mitteilen, und wenn Sie sich jetzt aus welchen Gründen auch immer vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, diese Woche schon wieder an die Uni zu kommen oder nächste Woche, dann geben Sie uns nur rechtzeitig Bescheid. Also schreiben Sie wahrscheinlich dem Jürgen eine E-Mail und dann können Sie auch die Online-Übung wahrnehmen. Ich glaube, organisatorisch sollte es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ich doch irgendwas vergessen habe, kann ja irgendjemand von den Tutoren, von den Tutorinnen oder Jürgen noch schnell was in den Chat reinschreiben. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt kurz überlegen, was wir heute genau in der Übung machen wollen, in der Zentralübung. Ich habe mir selber schon zwei Gedanken gemacht. Studienleistung, genau. Studienleistung läuft seit gestern, das ist die dritte. Da dann vielleicht auch noch ganz kurz ein Wort zu. Auf jeden Fall mitmachen, auch wenn Sie die ersten beiden schon bestanden haben, machen Sie auf jeden Fall diese dritte Aufgabe. Und selbst wenn Sie aus irgendeinem Grund die nicht abgeben, sollten Sie auf keinen Fall machen. Also Sie kriegen ja Feedback von uns, das ist auf jeden Fall wertvoll. Nutzen Sie auch diese Chance, um die Inhalte nochmal praktisch anzuwenden. Also egal, wie viele Aufgaben Sie schon bestanden haben, egal wie sicher Sie sich schon fühlen, auf jeden Fall diese dritte Studienleistung auch bearbeiten. Alle Inhalte dazu, Handout, Starterpaket finden Sie im Gripskurs. Und wie immer, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, möglichst rechtzeitig an uns wenden, damit wir Ihnen dann auch gut helfen können. Habe ich noch mehr vergessen? also ich hoffe mal, dass ich jetzt alles erwähnt habe. Ich könnte Ihnen noch sagen, dass die Klausur auch bald ansteht, Ende Februar. Da habe ich in der Vorlesung heute schon gesagt, dass es dann wahrscheinlich so nächste Woche eine Probeklausur in Anführungsstrichen gibt. Also ich zeige Ihnen einfach mal, wie ich mir diese Klausur vorstelle, sodass Sie sich so ein bisschen darauf einstellen können, was für eine Art von Aufgaben da auf Sie zukommen. Und auch wenn die Klausur in diesem Semester vielleicht nicht hundertprozentig so ausschaut wie in den vergangenen Semestern, unsere Fachschaft, die pflegt ein ganz großes Archiv an alten Klausuren zu den unterschiedlichen Kursen. Und da können Sie sich auch schon mal umschauen. Also ein bisschen ähnlich wird die Klausur bestimmt auch sein, und mit den alten Klausuren zu trainieren, gerade so die vielleicht aus den letzten 3, 4 Jahren, ist auf jeden Fall nicht falsch. Vielleicht kann ja sogar irgendjemand von den Tutoren oder den Tutorinnen nochmal schnell den Link posten zu der Fachschaftsseite, wo man diese ganze Klausurensammlung findet. Also vielleicht kennen Sie das ja als Studierende der Medieninformatik noch gar nicht, oder der Informationswissenschaft. Da können Sie gezielt nach alten Klausuren, nach alten Angaben aus den vergangenen Semestern suchen und die dann, wenn Sie möchten, einfach durcharbeiten. Nochmal der Hinweis, wir machen das hier in dem Kurs aber nochmal ein bisschen expliziter mit Ihnen. Das heißt, da kriegen Sie nochmal eine richtige Probeklausur und wir unterhalten uns dann auch nochmal ein bisschen genauer drüber. Aber wenn Sie ein bisschen zusätzlich üben möchten, dann finden Sie da bei der Fachschaft eine große Sammlung an Klausuren aus den vergangenen Semestern. Okay, dann machen wir mal oder legen wir jetzt endlich mal los mit dem Programmieren. Ich habe 2 Beispiele vorbereitet für heute und wahrscheinlich, weil wir nicht so viel Zeit haben, werden wir nur eins bearbeiten können. Deshalb würde ich jetzt Ihnen die Auswahl lassen. Ich kann Ihnen mal beide vorstellen. Ich habe auch für beide Aufgaben einen kommentierten Lösungsvorschlag in GRIPS bereitgestellt. Das heißt, Sie kommen auf jeden Fall an den kommentierten Code. Weil wir aber nicht viel Zeit heute haben, wir müssen heute ein bisschen früher aufhören, jetzt die Auswahl: Sollen wir eine Aufgabe machen, die sich mit der ArrayList beschäftigt? Da würden wir uns darum kümmern, dass wir diese Circle Painter Demo aus der Vorlesung noch mal ein bisschen aufpolieren und uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie wir ArrayLists, in denen Objekte drin sind, synchronisieren mit unserem Draw-Loop. Da gibt es nämlich so 1, 2 kleine Fallstricke, die ich in der Vorlesung noch nicht angesprochen habe. Oder wollen Sie lieber sich mit der HashMap beschäftigen? Da würde ich mit Ihnen zusammen so eine kleine Keyboard-Animation implementieren, in der wir in einer HashMap viele von diesen kleinen Rechtecken speichern und dann über die Key-Events unserer Tastatur, Key Pressed, Key Released, an Schlüssel kommen, mit denen wir in der HashMap dann die entsprechenden kleinen Rechtecke raussuchen können, um die dann zu highlighten. Also schreiben Sie mal in den Chat rein, was Ihnen lieber ist, ArrayList oder HashMap. Im Moment geht die Tendenz zu HashMap. Dann bereite ich das mal kurz vor. Und Sie haben noch ein bisschen Zeit abzustimmen. Das sollte aber gleich schnell erledigt sein, das Vorbereiten. So. Okay. Dann machen wir die HashMap-Aufgabe. Letzte Anmerkung zu der anderen Aufgabe. Ich schaue mal, dass ich in dieser Woche irgendwann dazu komme und Ihnen noch ein bisschen was dazu schreibe. Also halten Sie die Augen nochmal auf. Zu dieser ArrayList-Aufgabe kommt diese Woche vielleicht nochmal ein bisschen was. Das können Sie sich dann anschauen. Wichtigster Punkt, auch wenn Sie die Kommentare oder den kommentierten Lösungsvorschlag sich anschauen, wichtigster Punkt bei dem Beispiel ist, wie wir es hinbekommen, dass, wenn wir Elemente, die in einer Arrayliste drin sind, aktualisieren, zum Beispiel drüber iterieren, um deren Position zu verändern, und dann feststellen, dass wir eins davon löschen möchten, wie wir diesen Mechanismus hinkriegen. Es gibt nämlich ein kleines Problem, ganz kurz noch. Wenn Sie über eine Arrayliste iterieren, können Sie nicht gleichzeitig Elemente aus dieser Arrayliste entfernen. Es geht zwar auch, aber wenn Sie das mit so einer klassischen Vorschleife machen, dann funktioniert das nicht so wirklich. Und ich habe Ihnen in dem Lösungsvorschlag einen Weg dazu vorgestellt, wie man das mit den Kenntnissen, die wir bis jetzt haben, ganz gut umsetzen kann. Also das nochmal zu dieser Aufgabe und dann kommentiere ich das nochmal ein bisschen ausführlicher. Dann schauen wir uns jetzt aber mal an, was wir heute machen möchten. Die HashMap-Aufgabe ist es geworden. Ich möchte mit Ihnen zusammen als erstes eine kleine Klasse schreiben, die so einen einzelnen Buchstaben symbolisiert, also so ein rotes Rechteck mit einem grau-blauen Buchstaben da drauf. Diese Rechtecke A bis Z, die repräsentieren unsere Tastaturtasten A bis Z. Und dann möchte ich davon 26 Stück mit den jeweiligen Buchstaben auf dem Bildschirm in so einer schönen Reihe platzieren. Und dann speichere ich diese ganzen Rechtecke in einer Hashmap. Hashmap, Sie erinnern sich, da geht es ja darum, dass wir Werte mit Schlüsseln verbinden. Und für jeden dieser visuellen Rechtecke verwenden wir als Schlüssel den char-Wert von einem dieser Buchstaben. Das müssten Sie, wenn Sie in der Vorlesung waren, aufhorchen. Das funktioniert doch gar nicht. Da müssen wir ein Objekt benutzen. Wir benutzen diese Wrapper-Klasse Character dafür. Und die Idee ist, dass wenn ich meine Tastatur benutze und wenn ich eine bestimmte Taste runterdrücke, dann fange ich diesen Event in der Graphics-App ab, schaue mir an, welcher Character auf dieser Tastatur, auf dieser Taste aufgezeichnet ist, suche mir darüber in der Hashmap das passende Objekt zu und verändere dann dessen Hintergrundfarbe. Und wenn ich die Taste wieder loslasse, dann mache ich das Gleiche, nur dann setze ich die Hintergrundfarbe zurück. Also wir benutzen eine Hashmap, um diese 26 Rechtecke zu verwalten. Jedem Rechteck wird ein Char-Wert als Schlüssel zugewiesen und wir nutzen dann bei einem Tastendruck den Char-Wert der jeweiligen Taste, um das zu verändernde Objekt zu identifizieren und dann auch dessen Hintergrundfarbe zu setzen. Halbwegs verständlich für Sie? Geben Sie mir mal kurz Bescheid. Passt, okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe das Starterpaket schon mal bei mir ausgepackt. Wenn Sie dem Link folgen, den ich ganz am Anfang gepostet habe, finden Sie das auch. Das ist dann dieses Hashmap-Beispiel, wenn Sie jetzt mitmachen möchten. Und da ist am Anfang auch noch nicht so viel tatsächlich implementiert. Ich kann Ihnen mal zeigen, was passiert, wenn Sie diese Anwendung starten. Moment, ich glaube, jetzt habe ich... okay, ja, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen anpassen. Ich dachte, dass ich die Größe von dem Screen schon in dem Starterpaket angepasst habe, habe ich aber nicht. Wir haben einfach so einen leeren Screen und unsere Aufgabe ist es jetzt, da diese roten Rechtecke mit den Buchstaben einzuzeichnen, die alle in einer Hashmap zu sammeln. Und wenn wir das haben, dann kümmern wir uns um den zweiten Teil, nämlich mit den Events, diese Buchstaben farblich hervorzuheben. Das heißt für uns, das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir schreiben uns eine Klasse, mit der wir einen dieser Buchstaben auf dem Bildschirm repräsentieren. Was soll diese Klasse machen? Gar nicht so viel. Können Sie den Link nochmal schicken? Ja, kann ich gerne machen. Moment... So, das müsste der Link zum Starterpaket sein. Also was soll unsere Klasse machen? Wir können uns das auch hier auf dem Whiteboard nochmal ein bisschen genauer anschauen. Die soll einen dieser Rechtecke repräsentieren und wir benutzen das Prinzip von Composition, wenn Sie sich zurückerinnern. Also wir benutzen verschiedene existierende Klassen und Objekte, um die Funktionalität von diesem einzelnen neuen Objekt, von dieser neuen Klasse zu implementieren. Und ganz konkret benutzen wir ein Rechteck, das ist der Hintergrund, dieses rote, was Sie sehen. Und wir benutzen ein Label, das ist der Text in der Mitte, dieses Zeichen. Und das beides zeichnen wir mit bestimmten Farben, mit bestimmten Größen an einer bestimmten Position des Bildschirms ein. Und diese Funktionalität, einen dieser Buchstaben an einer bestimmten Stelle des Bildschirms zu repräsentieren, das implementieren wir in einer eigenen Klasse. Das ist jetzt der erste Schritt. Und wenn Sie mitmachen möchten, dann starten Sie am besten, so wie ich jetzt, indem Sie einfach mal eine neue Klasse erstellen über das Kontextmenü. Ich nenne die Key, das ist jetzt unsere Vorlage für einen dieser Buchstaben. Und dann mache ich auch gleich den Text ein bisschen größer, dass Sie wieder gut mitlesen können. Und da implementieren wir das jetzt, was wir für diese einzelne Taste brauchen. Wir haben im Wesentlichen zwei visuelle Bestandteile, aus denen diese Taste auf dem Bildschirm besteht. Das ist einmal das Rechteck, der Hintergrund und das Label. Und für beides haben wir auch schon passende Graphic-Apps, Objekte oder Graphics-Objects zur Hand, die wir verwenden können. Sie erinnern sich zurück, letztes Jahr haben wir ganz viel mit der Graphics-App gemacht und wir wissen eigentlich, dass wir das mit so einem Rechteck und mit einem Label sehr gut hinbekommen sollten. Das heißt, jede Instanz von dieser Key-Klasse wird ein Rechteck und ein Label haben, um diese Aufgabe zu erfüllen, einen Buchstaben auf dem Bildschirm darzustellen. Und damit das klappt, erstellen wir in dieser Klasse zwei Eigenschaften, zwei Members. Die sind beide von außen nicht sichtbar. Das eine ist ein Rechteck und das nennen wir vielleicht einfach Shape. Das soll ja die Form von dieser Taste repräsentieren. Wir importieren die richtige Klasse aus unserem Paket. Ganz wichtig, immer schauen, dass Sie im Zweifelsfall aus diesem Paket, aus der Graphics-App heraus, die entsprechenden Elemente importieren. Und das Gleiche machen wir auch schon für das Label. Private Label, das ist der Text, der auf dieser Taste dargestellt werden soll. In unserem Fall einfach nur ein Buchstabe und den können wir vielleicht einfach Value nennen. Auch hier wieder importieren der entsprechenden Klasse. Wir wollen unser Label haben. Und das waren erstmal die Eigenschaften, die diese Klasse haben soll. Wir können eine Sache, wenn wir wollen, noch schnell direkt ergänzen. Diese Tasten werden alle gleich groß sein. Also die haben alle die gleiche Breite und die Höhe in Pixeln, auch die gleiche Farbe. Und wenn sich alle Instanzen einer Klasse einen Wert teilen, die sollen alle später eine Shape erstellen, die zwar jede Key-Instanz für sich hat, also es gibt ganz viele Shapes, für jede Key-Instanz eine, aber alle diese Shapes haben genau die gleiche Größe. Die sind alle 30, 40 oder 50 Pixel breit oder hoch. Und wenn wir das haben, ganz viele Instanzen einer Klasse teilen sich einen Wert, nämlich diese Size von dem Shape. Was wäre Ihr Vorschlag, wie wir das vielleicht im Rahmen von dieser Klasse modellieren können? Also ich möchte jetzt dafür sorgen, dass alle Instanzen dieser Key-Klasse auf den gleichen Wert zugreifen können. Und das soll immer der gleiche Wert sein für die Größe von dem Rechteck, das in dieser Variable gespeichert werden soll. Fällt Ihnen da noch irgendwas ein, was man dazu benutzen könnte? Statische Variable, ja, statisch auf jeden Fall. Static, damit das in diesem Klassenkontext verwendet werden kann. Anstatt dass es ein Instanzkontext ist. Static Final, genau, und was heißt das übersetzt? Static Final, eine Konstante, oder? Das ist, glaube ich, die Kombination aus dem, was Sie beide vorgeschlagen haben. Also wir erstellen uns eine Konstante, die muss nur innerhalb unserer Klasse sichtbar sein. Das heißt, die können wir gerne Problem mit meinen Kopfhörern. So, die können wir gerne private setzen, dann den Static-Modifikator, damit es im Klassenkontext sichtbar ist und nicht nur im Instanzkontext. Dann machen wir das Ganze mit Final, Static und Final zusammen zu einer richtigen Konstanten und dann wählen wir einen Datentyp. Wir können das gerne als Int machen. Ich glaube, in der Graphics-App wird ja häufig Float verwendet für so Größenangaben und viele von den Parametern funktionieren auch mit Float-Werten. Deshalb würde ich das an der Stelle jetzt mal als einen Float-Wert nehmen. Also int funktioniert hundertprozentig genauso, aber es kann sein, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle casten müssen und deshalb würde ich es jetzt an der Stelle einfach direkt als Float-Wert machen. Dann vergeben wir dem Ganzen noch einen oder geben wir dem Ganzen noch einen ganz guten Namen. Mir fällt jetzt im Moment nichts Besseres ein als Size. Das hier, wiederholen jetzt heute vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen. Das ist ja das erste Mal nach der Winterpause, dass wir zusammen programmieren. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie eine Konstante machen, dann benutzen Sie diese Schreibweise. Namen von Konstanten werden immer groß geschrieben. Und falls Sie so Mehrwortgruppen verwenden, also zum Beispiel Key Size oder sowas, dann benutzen Sie diesen Underscore, diesen Unterstrich, um die Bestandteile zu teilen. Ganz, ganz wichtig, das macht nicht die Konstante aus. Die Konstante wird durch diese Modifikatoren definiert. Static Final sorgt dafür, dass diese Variable erstens unveränderbar ist nach der initialen Belegung und zweitens innerhalb des Klassenkontexts sichtbar ist. Das macht die Konstante aus. Und dann gibt es diese Konvention, dass Sie für den Namen von dieser Konstante große Buchstaben verwenden. Es spricht nichts technisch dagegen, dass ich das Ganze Size nenne. Das Problem ist nur, da verstoße ich gegen eine Konvention. Diesen Unterschied zwischen Syntaxfehlern und Konventionsverstößen, ist Ihnen das noch bewusst? Es gibt so ein paar Sachen, die müssen Sie so machen, weil die Programmiersprache so aufgebaut ist. Also ich kann hier zum Beispiel nicht nochmal einen Final oder sowas reinschreiben. Das ist jetzt ein Ausdruck, der ist nicht mehr valide. Damit kann der Compiler nichts mehr anfangen. Wenn ich das so schreibe, dann ist das IntelliJ und dem Java-Compiler und sowas völlig egal. Dann meckern vielleicht nur andere Leute, die ihren Code sehen. Weil es diese Konvention gibt, Konstanten werden groß geschrieben. Wenn ich dann die Konstante später im Code an einer anderen Stelle benutze, an der ich nicht direkt sehe, wie die deklariert ist, kann ich anhand dieser Konvention, dass die in Großbuchstaben geschrieben ist, dann gleich an jeder Stelle erkennen, das ist wahrscheinlich eine Konstante. Ich kann es nicht sicher wissen, aber wenn ich dann den anderen Programmierern und Programmiererinnen vertraue, dass die sich an diese Konvention halten, dann kann ich das dadurch ablesen. Okay, das ist unsere Konstante für die Größe. Wir haben Label und Rectangle, um die beiden visuellen Bestandteile von unserem Key, von unserer Taste darzustellen. Und dann ist eigentlich das erste, das nächste, was wir einfach machen müssen, Konstruktor definieren. Also diese besondere Methode, die aufgerufen wird, wenn so ein Element initialisiert wird. Die hat immer den gleichen Namen wie die Klasse selber, hat keinen Rückgabewert, macht auch wenig Sinn, weil die gibt ja das Objekt zurück, es ist eh klar, was da zurückkommt. Und wir haben ein paar Parameter. Und was wären sinnvolle Parameter, die wir beim Erstellen von so einer Taste übergeben sollten? Fällt Ihnen da irgendwas ein? Also diese Taste oder dieses Rechteck wird irgendwo auf dem Bildschirm platziert und repräsentiert dann eine von den Buchstabentasten Ihrer Tastatur. Was wären da vielleicht passende Parameter, die ich jetzt jedes Mal, wenn ich mir ein neues Objekt von dieser Klasse erstelle, übergeben könnte? X- und Y-Position, genau, damit wir wissen, wo die erstellt wird, und den Char, also das Zeichen, was erstens auf dieser Taste dargestellt werden soll und was dann eben auch die entsprechende Taste auf der Tastatur repräsentiert. Also diese drei Werte würde ich auch übergeben. Können wir ja mal gleich machen. Float x, float y, gerne auch x-pos, y-pos. Ich lasse es jetzt mal dabei. Und vielleicht den Character, der auf dieser Tastatur dargestellt werden soll. Wie Sie den jetzt nennen, also mir fällt, um ehrlich zu sein, nichts Gutes ein, wie ich das jetzt irgendwie unterscheiden soll. Ich würde es jetzt einfach mal bei diesem Key oder Key Value könnten wir vielleicht schreiben. Machen wir es mal so. Belassen. Also das sind die drei Werte, die wir eingeben. Und dann machen wir im Konstruktor eigentlich gar nicht so viel. Wir nehmen uns die beiden Instanzvariablen, Shape und Value. Wir sorgen dafür, dass im Konstruktor in beiden jeweils die richtigen Objekte in Anführungsstrichen gespeichert werden, und das war's dann. Das heißt, wir stellen uns ein Rechteck an genau der Stelle, an der dieses Element auf dem Bildschirm erscheinen soll, x-Position, y-Position. Dann brauchen wir die Breite und die Höhe. Da haben wir hier oben ja schon vorgearbeitet und diese Konstante angelegt. Und dann brauchen wir noch eine Farbe. Ich habe mal hier in diesem Config-Paket eine Liste von Farben wieder mitgebracht. Da können wir uns jetzt irgendeine aussuchen. Und wenn wir möchten, dass das Ganze so ausschaut wie im Lösungsvorschlag, dann nehmen wir hier diese Farbe Rot. Das ist eine öffentliche Konstante innerhalb der abstrakten Klasse Theme. Also wir nutzen wieder diese Möglichkeit, in einer Klasse ganz, ganz viele Werte zu speichern, die wir an anderen Stellen brauchen. Zentrale Ablage von allen Farben, die es in unserer Anwendung gibt. Niemand soll diese Klasse jemals instanziieren, deshalb Abstract, öffentlich, damit wir direkt darauf zugreifen können. Und dann können wir über den Namen der Klasse und den Namen der öffentlichen Konstante diese verschiedenen Farben, die wir hier angelegt haben, auf die zugreifen. Das machen wir jetzt auch. Ich sage, das Rechteck soll an der Position x und y, die übergeben wird, eingezeichnet werden, soll 30 Pixel breit, 30 Pixel hoch sein und soll rot eingefärbt werden. Und das war es auch schon. Damit haben wir jetzt den Hintergrund gezeichnet. Oder noch nicht gezeichnet, aber wir haben den vorbereitet, sodass wir ihn zeichnen können. Und dann machen wir als nächstes das Label. Das wird in der Instanzvariable Value gespeichert. Und das ist jetzt ähnlich einfach in Anführungsstrichen. Wir erstellen ein neues Label. Und auch das braucht eine X- und eine Y-Position. Da kümmern wir uns gleich drum, dass das irgendwie richtig positioniert wird. Das braucht einen String, einen Wert, der in diesem Label eingezeichnet wird. Das könnte unser Key-Value sein. Schauen wir mal, ob wir das direkt übernommen bekommen. Und wir brauchen am Ende noch eine Farbe, oder wir können in dem Konstruktor von dem Label direkt eine Farbe angeben, mit dem dieses Label oder der Text in diesem Label eingezeichnet werden soll. Und da verwende ich jetzt auch wieder eine Farbe aus dieser Klasse, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, und zwar ganz konkret Gray. Stoßen wir jetzt aufs erste Problem. Hier ist ein Char drin, also ein einzelnes Zeichen. Das Label hätte aber gerne einen String. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir aus einem Char einen kompatiblen String machen. Hat irgendjemand eine Idee, was wir machen könnten? Also, was ist unser Problem? Wir kriegen einen Char übergeben, ein einzelnes Zeichen, also zum Beispiel sowas wie so, A. Oder wir wir kriegen sowas übergeben und wir brauchen an dieser Stelle aber einen String. Also Char to String. Ich glaube, das geht nicht. Vielleicht meinen Sie sowas. Wir benutzen die Chars, weil das die Werte sind, die wir auch aus dem Key-Event zurückbekommen. Also ganz, ganz am Ende von der Kette kriegen wir von den Tastatur-Events Chars raus und damit fangen wir dann an, diese ganzen Sachen zu arbeiten. Und noch eine kleine Sache, wenn ich die Buchstaben von A bis Z gleich brauche, um diese ganzen Buttons zu initialisieren, kann ich mit den Chars sehr, sehr schön, wenn Sie sich erinnern, über so eine Vorschleife darüber iterieren, weil wir Chars ja wie Nummern behandeln können. Genau. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Ich mache es vielleicht mal so. Key Value as String, ganz explizit. Ich zeige Ihnen mal was. Wir können auf der String-Klasse eine statische Methode aufrufen, die heißt ValueOf, und der können Sie irgendeinen Wert übergeben, zum Beispiel unseren Key-Value, der ein Char ist, und dann, wird es auch gerade vorgeschlagen schon im Chat, da kriegen wir dann einen String zurück, also dann wird dieser Buchstabe als String zurückgegeben. Und wenn wir schon dabei sind, können wir sicherstellen, dass da, egal was wir für einen Char bekommen, der immer als Großbuchstabe dargestellt wird. Wir können nämlich auf dieser Methode, also das hier gibt uns einen String zurück, gleich die nächste Methode aufrufen. Das ist dieses Chaining, was wir vor Weihnachten mal ganz kurz angesprochen haben. Und daraus dann ein Uppercase machen. Also, wenn Sie einen String haben, können Sie über den Methodenaufruf toUppercase daraus den Text, der da drin steht, als Großbuchstabenrepräsentation zurückgeben. Das ist ein neuer String, denken Sie dran. Strings sind ja Immutables. Und was wir hier machen ist, wir nehmen diesen Char, machen uns daraus einen String und wenn wir den String bekommen, machen wir den gleich zu einem Großbuchstaben und speichern den hier in dieser lokalen Variable zwischen. Und wenn man das nicht übertreibt mit diesem Chaining, ist das ganz schön. Also gerade solche Sachen wie so String-Verarbeitung oder generell so Utility-Klassen, die mit so einem Immutable-Ansatz funktionieren, die haben ganz, ganz häufig Methoden, die ihnen genau das ermöglichen. Weil wenn so eine Methode selber wieder einen String zurückgibt, dann können sie darauf wieder eine andere Methode aufrufen und dann so eine Kette an Verarbeitungsschritten modellieren. Soll es nicht übertreiben, also irgendwie so 20 Methoden hintereinander klatschen, dann wird irgendwann nicht mehr so richtig klar, was gemeint ist, aber das ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür. Char wird zu einem String, wird zu einem Uppercase. Es könnte, ich glaube jetzt in dem Fall gibt es nicht mehr so viel, was man noch machen könnte. Trim ist häufig sowas, was man dann, glaube ich, noch dran packt, wenn man mit Strings umgeht. Das schneidet dann Whitespace vorne und hinten ab, aber das kann bei uns ja nicht der Fall sein, weil wir ein einzelnes Zeichen als Grundlage haben. Dann können wir diesen String nehmen und hier einfügen und dann haben wir unser Label. Wenn ich das jetzt zeichnen würde, dann wäre das erstens nicht so schön und zweitens wäre der Buchstabe auch nicht wirklich in der Mitte positioniert. Das mache ich jetzt mal schnell mit ein paar Werten, da müssen Sie mir einfach darauf jetzt vertrauen, dass das funktioniert. Die Labels in der Graphics-App funktionieren nicht so hundertprozentig richtig, das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, deshalb müssen wir da jetzt so ein bisschen mit Erfahrungswerten arbeiten. Das erste, was ich mache, ist, ich suche mir eine Schriftart aus und ich weiß nicht, ob die bei Ihnen installiert ist auf dem Rechner, aber ich finde immer diese abgerundete Areal ganz schön. Also ich sage jetzt dem Label, bitte verwende diese Schriftart, um den Text zu zeichnen. Und ich sage, dass die Schriftgröße 14 verwendet werden soll. Das passt dann so ungefähr von der Größe. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgerechnet, wenn ich auf die x-Koordinate 8 Pixel dazu addiere und auf die y-Koordinate 22 Pixel zu addiere, dann ist der Buchstabe ungefähr zentriert. Wir könnten das jetzt noch ein bisschen komplizierter machen. Wir könnten uns anschauen, wie groß ist dieses Label, wenn da der Text angezeigt wird und dann mit Hilfe von der Breite das genau auf diesem Background zentrieren. Aber erstens funktioniert das, wie gesagt, nicht so hundertprozentig in der Graphics-App und für den Anwendungsfall ist es mir jetzt, um ehrlich zu sein, egal. Also hier arbeiten wir ausnahmsweise mal mit Magic Numbers. X- und Y-Koordinaten, wenn Sie das benutzen und wenn die Schrift bei Ihnen installiert ist, dann sollte das ungefähr zentriert sein. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann können Sie ein bisschen selber damit rumspielen. Was ich jetzt noch mache ist, ich ergänze schon mal schnell eine öffentliche Funktion, draw, und jedes Mal, wenn ich diese Methode aufrufe, soll diese Taste gezeichnet werden. Und das mache ich einfach, indem ich zuerst den Hintergrund zeichne und dann das Label zeichne. Und das war's erstmal. Wir müssen uns gleich noch darum kümmern, dass der Hintergrund seine Farbe ändert, wenn wir den Buchstaben selektiert haben, aber das war es jetzt erstmal im Wesentlichen für diese Klasse. Kleine Schönheitskorrektur können wir noch machen. IntelliJ weist mich dezent darauf hin, dass ich diese Variablen einmal mit einem Wert belege und danach diesen Wert nicht mehr verändere. Also da bleibt immer das gleiche Rechteck drin, was auch im Konstruktor da gespeichert worden ist. Und das ist für uns immer der Hinweis, wir können da auch so einen Final vorsetzen, weil sich dieser Wert eh nicht ändert. Also IntelliJ sieht nirgendwo, dass wir diesen Wert ändern, weist uns dezent darauf hin, dass wir dann, wenn wir den Wert eh nicht ändern möchten, den auch Final setzen können, damit wir nicht aus Versehen den irgendwo ändern. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, was Sie machen müssen, aber schaut ja schöner aus, wenn da keine Warnungen angezeigt werden. Also hier, warum diese Warnung? Im Konstruktor wird die Variable belegt, danach wird sie nicht mehr verändert. Okay, damit haben wir unsere Klasse, mit der wir diese einzelnen Buchstaben auf dem Bildschirm anzeigen können. Und jetzt wechseln wir in die Graphics-App und jetzt würde ich gerne 26 Stück von denen in einer Hashmap speichern und auf dem Bildschirm nebeneinander mit einem kleinen Puffer in Pixeln zwischen diesen Keys platzieren. Also 26 Keys erstellen mit den Buchstaben A bis Z als Label, die alle in eine Hashmap packen und jedes Mal, wenn der Draw-Loop aufgerufen wird, zeichnen wir alle diese Buchstaben, die in der Hashmap gespeichert sind. Hashmap für 26 Buchstaben, wenn wir ganz, ganz häufig über alle sowieso über die iterieren möchten, ist bestimmt nicht der allerbeste Anwendungsfall, aber man kann jetzt hier gleich in dem Beispiel schön sehen, wie wir dann, wenn wir eine Taste drücken und nur den Character kennen, von der Taste, die gedrückt worden ist, dann in der Hashmap sehr, sehr einfach den passenden Buchstaben raussuchen, ohne uns selber irgendwie mit diesem Retrieval, mit diesem Suchen innerhalb der Datenstruktur beschäftigen zu müssen. Also, Hinweis nochmal, ist jetzt ein bisschen Spatzen-Kanonen-Sache irgendwie, brauchen wir nicht unbedingt, aber wenn wir uns überhaupt nicht darum kümmern möchten, selber in unserer Datenstruktur zu suchen, dann ist auch für dieses einfache Anwendungsbeispiel so eine Hashmap gar nicht schlecht. Und deshalb machen wir das. Und wir fangen damit an, dass wir uns eine Variable anlegen, in der wir unsere Keys abspeichern, beziehungsweise eine Variable, in der wir die Hashmap abspeichern, in der wir die Keys dann unterbringen. Und das machen wir, so wie wir es in der Vorlesung gesehen haben, indem wir eine Variable vom Datentyp HashMap erstellen. Und zumindest bei der Deklaration von dieser Variable müssen wir jetzt angeben, was für Daten in diese HashMap hineingehören. Bei einem Array haben wir das auch immer gemacht, da haben wir gesagt, was für Werte passen in dieses Array rein. Bei einer ArrayList probieren wir jetzt heute nicht aus, aber haben Sie in der Vorlesung gesehen, ist das auch immer der Fall gewesen, was für Werte passen in diese ArrayList. Bei der HashMap müssen wir jetzt zwei Sachen machen. Wir müssen sagen, was für Werte sollen eigentlich in dieser HashMap gespeichert sein und von was für einem Typ ist der Schlüssel, mit dem jeder dieser Werte verbunden wird, damit wir schnell auf den zugreifen können. Also, wir brauchen jetzt zwei Datentypen, die wir beim Deklarieren dieser Variable angeben. Einmal der Datentyp für die Schlüssel und einmal der Datentyp für die Werte, die mit diesem Schlüssel in der Map gespeichert werden sollen. Und als Schlüssel würde ich gerne den char-Wert von dem jeweiligen Buchstaben verwenden. Auch den char-Wert, den wir zurückbekommen, wenn wir den Event über die Tastatur in die Graphics-App hineinbekommen. Und als Wert würde ich gerne gerne Objekte von dieser Klasse, Instanzen von dieser Klasse reinspeichern, die wir gerade eben erstellt haben. Das ist ein bisschen verwirrend, dass unsere Klasse, die Key heißt, eben explizit nicht der Schlüssel ist, sondern der Wert, aber ich glaube, das kriegen wir noch mental ganz gut hin. Also unsere Hashmap hat Schlüssel vom Typen char und das wäre der erste Datentyp und Werte vom Typen Key. Key ist einfach, char ist ein bisschen schwierig, weil, Sie erinnern sich an die Vorlesung, in so eine Hashmap, auch in eine ArrayList, passen nur Objekte. Was haben wir heute Mittag da dann gelernt, wenn ich eigentlich einen primitiven Datentyp benutzen möchte, die Datenstruktur aber nur mit Objektdatentypen umgehen kann, genau die Wrapper-Klassen. Für jeden primitiven Datentypen gibt es in Java entsprechend eine Wrapper-Klasse, mit der wir so einen primitiven Datentypen nehmen können, den verpacken können in ein Objekt und dann dieses Objekt benutzen können und damit dann zum Beispiel diese Hashmap auch zufriedenstellen. Und für char ist die entsprechende Wrapper-Klasse die Klasse Character. Also diese Klasse existiert. Wir können jetzt auch mal die Hashmap importieren, dass keine Fehler angezeigt werden. Und die dient dazu, einzelne Char-Werte als Objekt zu repräsentieren. In den meisten Fällen heißen die Wrapper-Klassen immer genauso wie die primitiven Datentypen auch, nur groß geschrieben, weil es ja Klassen sind. Bei Character und bei Int ist es, ich überlege gerade, ob es noch irgendwo anders einen Unterschied gibt. Ich glaube aber, dass Character und Int die einzigen sind, wo die Wrapper-Klassen dann anders heißen. Also Char wird zu Character, Int wird zu Integer und bei den anderen Boolean ist es einfach Boolean groß geschrieben, Double, Double groß geschrieben und so weiter. Brauchen wir noch einen Namen dafür und die nenne ich einfach Keys. Das ist unsere Hashmap und die befüllen wir jetzt mit 26 Instanzen unserer Key-Klasse, mit denen wir die 26 Buchstaben des Alphabets repräsentieren auf dem Bildschirm. Das machen wir alles in dieser Initialize-Methode, die aufgerufen wird, wenn unsere Graphics-App gestartet wird. Und damit das nicht zu unübersichtlich wird, lagern wir diesen Initialisierungsprozess aus in eine extra Methode. InitKeys vielleicht, wenn Sie möchten, die wir dann in der Initialisierungsmethode aufrufen. Also hier in der Initialize-Methode, die wird ja einmal aufgerufen, wenn die Graphics-App startet, rufen wir die InitKeys-Methode auf und da möchte ich jetzt gerne die Hashmap erstellen und dann diese 26 Keys oder Buttons oder Tasten in der Hashmap speichern, so positioniert, dass die alle schön auf einer horizontalen Linie nebeneinander sind und dann später im Draw-Loop auch zeichnen. Das Erstellen von der Hashmap, das ist noch das Einfachste. Wir nehmen uns die Variable, in der die Hashmap gespeichert werden soll. Hashmaps sind Objekte. Objekte erstellt man, indem man mit dem New-Schlüsselwort den Konstruktor auch aufruft. Das heißt für uns New Hashmap. Und jetzt kann ich Ihnen das mal zeigen, was ich in der Vorlesung heute ein paar Mal angesprochen habe. Wenn es für alle Beteiligten, Compiler, Laufzeitumgebung etc. eindeutig zuordnungsbar ist, dann können wir uns beim Erstellen dieser Hashmap nochmal die Angabe von den Datentypen für Schlüssel und Wert sparen. Also wir sagen hier, wir wollen in dieser Variable Keys eine neue Hashmap erstellen und dann ist klar, dass da Character und Keys die Werte sind, die auch bei dem Konstruktor übergeben werden sollen. Wenn wir möchten, können wir das aber auch explizit angeben, also nichts spricht wenig dagegen, an dieser Stelle auch nochmal Character und Key im Konstruktor anzugeben, müssen wir aber nicht. Also nochmal, das ist eine optionale Angabe an dieser Stelle. Wir können das ersetzen und wir haben hier oben bei der Deklaration der Variable schon die notwendigen Informationen gegeben. Und wenn sowas optional ist und in IntelliJ auch schon ausgegraut wird, dann können Sie sich sicher sein, dass damit auch wieder irgendeine Konvention verbunden ist und in dem Fall können Sie es einfach weglassen. Also, damit ist unsere Hashmap erstellt. Und falls das in der Vorlesung heute nicht so hundertprozentig schon rübergekommen ist, der Vorteil von diesen komplexeren Datenstrukturen, wie zum Beispiel die Arrayliste oder die Hashmap, und ich habe Ihnen ja noch ein paar andere Beispiele vorgestellt, ist einfach, wir müssen uns jetzt um nichts mehr kümmern. Wir sagen der Hashmap jetzt nur noch, welche Werte gespeichert werden sollen und welche Schlüssel damit verbunden werden sollen, holen uns die Werte später mal wieder raus, aber um diesen eigentlichen Vorgang kümmert sich die Hashmap. Das heißt, wir interagieren jetzt nur noch mit diesem Objekt über bestimmte Methoden, die zeige ich Ihnen gleich. Und um den Rest kümmert sich diese Hashmap, die irgendjemand anders für uns implementiert hat. Die kümmert sich darum, dass diese Objekte richtig abgespeichert werden irgendwo, dass die Schlüssel so aufgeteilt werden, jetzt speziell bei der Hashmap, dass die schnell wiedergefunden werden können und wir haben damit nichts mehr am Hut. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist 26 Buchstaben A bis Z als Key-Instanzen zu erstellen und jeweils versehen mit dem entsprechenden Buchstaben als Schlüssel in diese Hashmap reinzuspeichern. Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, wenn ich einmal alle Buchstaben des Alphabets brauche und irgendwie mit Chars arbeiten möchte. Erinnern Sie sich dann noch an die String-Vorlesung unter Übung, in der wir gelernt haben, wie wir das, weil Java Chars auf eine ganz bestimmte Art und Weise abbildet, relativ schnell erledigen können. Also wie kriege ich es jetzt hin? Am besten in Form von einer Schleife, dass ich einmal über alle relevanten Buchstaben drüber iteriere und für jeden der Buchstabe so eine Key-Repräsentation erstelle. Fällt Ihnen da noch was ein? Also ein Merkmal von Chars in Java, in manchen anderen Programmiersprachen auch, das wir jetzt ausnutzen können. Fällt Ihnen noch ein, wie Chars intern in Java repräsentiert werden? Unicode, ja, also Java nutzt Unicode als Zahl, genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Am Ende ist das nur eine Zahl, die dann auf den entsprechenden Codepoint in Unicode verweist, und mit Zahlen können wir ja super mit Schleifen arbeiten. Das heißt, wenn ich von A bis Z einmal das Alphabet brauche, dann kann ich mir eine Schleife schreiben, die bei A beginnt, so lange läuft, bis ich bei Z angekommen bin und dabei in Einserschritten vorangeht. Das funktioniert deshalb, weil Java das hier automatisch übersetzt in eine Zahl, 65 müsste das sein, das ist dann wieder ASCII bzw. Unicode für das kleine a, und auch das hier einfach direkt automatisch in Zahlen übersetzt. Also Chars sind nichts anderes als Zahlen, die werden automatisch gecastet, selbst das ist nicht so richtig, weil es ist eigentlich nur eine Zahl, also das hier ist nur für uns irgendwie eine leichtere Darstellung davon, und deshalb können wir so wunderschön einfach mit Buchstaben rechnen. Sie erinnern sich, wenn Sie sowas machen, A plus 26, kriegen Sie irgendwie einen die Großbuchstabenvariation davon zurück, weil die in dem ASCII bzw. Unicode ja alphabetisch aufgelistet sind. Die erst die kleinen Buchstaben, dann die Großbuchstaben. Also diese Nummern können wir uns jetzt hier zunutze machen. Und wenn ich dann ganz explizit wieder den Buchstaben haben möchte, dann nehme ich jetzt ganz explizit den Mechanismus vom Casting und ich mache dann aus dieser Zahl 65 wieder einen Buchstaben. Dann kann ich auf den Char-Wert zugreifen, der an dieser Stelle in der Schleife, in der Zählervariable numerisch abgebildet ist. Also Chars, merken Sie sich das, sind im Hintergrund nichts anderes als Zahlen. Ihr Rechner schaut dann immer, welches Zeichen an dieser Position in der entsprechenden Code-Tabelle steht und zeichnet das dann, aber wir können ganz easy damit umgehen. Und dann nehme ich mir meine Hashmap, oder wir machen es nochmal ganz explizit. Ich habe jetzt den Buchstaben, dann erstelle ich mir ein neues Objekt von meiner Key-Klasse, die habe ich ja angelegt. Ich möchte für jeden dieser Buchstaben einmal eine Instanz von dieser Key-Klasse haben, die das repräsentiert. Und das mache ich mit New Key. Dann brauche ich irgendwie eine X- und einen Y-Wert. Wir können mal bei 0 anfangen. Und wie machen wir das am besten? Wir legen mal schnell hier eine lokale Variable an, die nennen wir x-offset. Das ist die x-Position, an der immer der nächste Buchstabe eingezeichnet werden soll. Damit das nicht ganz links am Rand ist, initialisieren wir mal auf 5 Pixel. Und dann sagen wir, unser erster Buchstabe soll an dieser x-Position und an der Y-Position 5, ein bisschen Magic Numbers heute, also 5 Pixel vom oberen Rand entfernt eingezeichnet werden und soll als Inhalt diesen Char haben. Also dieser Wert soll hier gespeichert werden. Damit haben wir dann diese eine Taste schon mal erstellt und die packen wir dann als nächstes in unsere Hashmap über die Put-Methode. Die Put-Methode fügt einen neuen Wert in die Hashmap ein. Wir brauchen jetzt zwei Werte. Wir brauchen einmal den Key, also mit welchem Schlüssel soll dieser neue Wert in der Hashmap gespeichert werden. Da können wir einfach unseren Character nehmen und wir brauchen dann den Wert. Das ist die Taste, diese Key-Instanz, die wir gerade eben erstellt haben. Und jetzt sehen Sie hier einen weiteren Mechanismus, den ich heute in der Vorlesung angesprochen habe. Wir haben dieses Boxing und Unboxing, also dieses Verpacken von einem primitiven Datentyp in einen Objektdatentyp, aus Char wird Character, hier auch automatisch mal. Also ich kann hier einfach sagen, nimm bitte diesen Char, das ist ja eigentlich ein primitiver Datentyp, und die Hashmap, ich habe es leider nicht mehr geschafft, nachzuschauen, wer das jetzt genau macht. Das muss ich auf jeden Fall nochmal genau nachschauen, weil ich glaube, das ist eher der Compiler ist, der dann einen Cast einbaut und nicht die Hashmap selber. Aber irgendjemand, egal wer, kümmert sich darum, dass aus diesem primitiven Datentyp automatisch das Objekt wird, was wir eigentlich brauchen. Denn unser Schlüssel von der Hashmap, der muss ja ein Character sein und kein Char-Wert. Also, das nur noch mal so als Hinweis. Auch wenn wir manchmal gezwungen sind, mit diesen Wrapper-Klassen zu arbeiten, ist das an vielen Stellen für uns gar nicht so wirklich sichtbar, weil dieses Boxing und Unboxing, dieses Verpacken und Entpacken der Werte in die Wrapper-Klassen oder aus den Wrapper-Klassen raus, jemand anders für uns übernimmt. Ich sage hier einfach, okay, ich weiß, es ist ein Char, kümmere dich mal darum, dass daraus ein entsprechender Character wird. Und wer das jetzt genau macht, an welcher Stelle das ersetzt wird, schlage ich nochmal nach und dann schreibe ich Ihnen das in Discord. Damit wir jetzt alle 26 Buchstaben nebeneinander platzieren und die nicht alle an der gleichen Stelle erscheinen, müssen wir nach jedem Buchstaben diesen Wert ein bisschen erhöhen. Und zwar zählen wir auf diesen Wert drauf die Breite eines Buchstabens. Wir können es uns einfach machen und diese Konstante einfach öffentlich zur Verfügung stellen. Dann können wir nämlich mit Key.Size darauf zugreifen. Also ich habe jetzt diese Konstante hier öffentlich gemacht, dann kann ich von außen auch darauf zugreifen und dann packen wir immer noch so ein paar Pixel dazu. Also wundern Sie sich nicht, dass ich heute ein bisschen mit Magic Numbern arbeite. Das kann man gerne so tun. Also kann man zumindest in so einfachen Beispielen so machen, in einem richtigen Programm würde ich es nicht unbedingt machen. Aber hier an dieser Stelle möchte ich einfach nur, dass die Buchstaben alle nebeneinander erscheinen. Und wenn dann diese Methode durchgelaufen ist, wir können ja mal schauen, ob wir irgendwelche Fehler gemacht haben. Passiert noch nichts. Die Buchstaben sind noch nicht ersichtlich, sind noch nicht sichtbar, aber es werden noch keine Fehler geschmissen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Die sind jetzt alle in dieser Hashmap drin und ich möchte alle diese Buchstaben auch zeichnen. Wir haben ja diese Draw-Methode. Die wird regelmäßig aufgerufen aus der Graphics-App und wir haben auch in der Key-Klasse schon so eine öffentliche Draw-Methode erstellt, die dann für jeden Buchstaben den Hintergrund und das Label zeichnet. Was ich jetzt eigentlich machen muss, ist, ich muss in der Draw-Methode über alle Keys, alle Tasten iterieren, die in dieser Hashmap gespeichert sind, also heißt eigentlich über alle Werte, die in der Hashmap gespeichert sind, einmal drüber iterieren und von denen jeweils die Draw-Methode aufrufen. Das ist jetzt ein bisschen komplexer, also minimal komplexer, als wenn wir eine Array-Liste haben, aber an sich auch super leicht. Was machen wir? Wir schreiben uns eine For-Schleife, eine For-Each-Schleife. Wir sagen, wir würden gerne mit Key-Objekten arbeiten, also Objekten vom Datentyp Key, unsere Klasse heißt ja Key. Und worüber iterieren wir? Wir iterieren nicht über die ganze, Hashmap, sondern wir holen uns aus der Hashmap nur die Werte zurück. Da kriegen wir dann so eine, Collection zurück. Collection sollte bei Ihnen noch im Gehörgang sein von der Vorlesung heute Mittag. Habe ich Ihnen ja ganz am Ende gezeigt, dass diese ganzen Datenstrukturen irgendwo was mit diesem Collection Framework zu tun haben. Die Maps und die Hashmap ist nicht so hundertprozentig Teil davon, aber verhalten sich in ganz, ganz vielen Fällen genauso wie zum Beispiel irgendwie eine ArrayList oder einen Set, eine Queue oder sowas, die alle Teil von diesem Collection Framework sind. Und das Interface, was fast an oberster Spitze von dieser Klassenhierarchie stand, die ich Ihnen heute gezeigt hatte, das war ja dieses Collection. Und was wir hier zurückbekommen, ist eine solche Collection. Und über eine Collection kann man immer mit einer For-Each-Schleife iterieren. Warum kann man das? Erinnern Sie sich noch an die Vorlesung? Ich habe es in einem Nebensatz kurz mal erwähnt. Vielleicht führen Sie sich nochmal diese Klassenhierarchie vor Augen, die wir uns angeschaut haben. Da war relativ weit oben das Interface Collections oder Collection. Darunter waren diese ganzen Datenstrukturen mit erst den Interfaces, Lists, Set und so weiter, dann den abstrakten Implementierungen oder den abstrakten Klassen und dann den konkreten Implementierungen. Und ganz, ganz oben, noch über Collection, stand noch was anderes. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt auch nicht mehr, ist auch nicht so wichtig, aber da stand nochmal ein anderes Interface, Iterable. Also irgendwas, über das iteriert werden kann. Und jede Collection kann mit so einer For-Each-Schleife iteriert werden. Und weil wir aus der Hashmap, wenn wir uns nur die Werte, nicht die Schlüssel ausgeben lassen, so eine Collection zurückbekommen, können wir dann wunderschön mit der For-Each-Schleife drüber iterieren. Und dann müssen wir nur noch jeden Schlüssel einmal anschauen und dessen Draw-Methode aufrufen. Also wenn wir aus welchem Grund auch immer mal alle Werte brauchen, die in einer Hashmap gespeichert sind, also ganz explizit nicht einen bestimmten Wert über den Schlüssel schnell rausfischen möchten, können wir uns so eine Collection ausgeben lassen, in der alle Werte drin sind und dann zum Beispiel über die For-Each-Schleife da komplett einmal drüber iterieren. Ist das halbwegs nachvollziehbar? Schreiben Sie mal in den Chat rein, ja, nein. Semi. Okay, also kommt auf jeden Fall in Zukunft noch häufiger vor. Ich zeige Ihnen einfach mal das Ergebnis. Dann sehen Sie auch gleich, was diese Methode macht, nämlich genau das hier. Ich habe mit dieser ersten Init-Keys-Methode in dieser Hashmap 26 Keys gespeichert und habe die alle als Werte in die Hashmap gespeichert, mit jeweils einem bestimmten Char als Schlüssel. Und wenn ich jetzt alle diese zeichnen möchte, also es mir gar nicht wichtig ist, dass ich einen bestimmten Wert aus dieser Hashmap rauslese, dann kann ich über dieses Keys.Values mir alle Werte, die in der Hashmap gespeichert sind, losgelöst von ihren Schlüsseln ausgeben. Und über diese Sammlung kann ich dann mit der For-Each-Schleife iterieren, genauso wie wir das über ein Array oder eine ArrayList machen würden, und kann dann zum Beispiel jeden dieser Buchstaben einzeln ansprechen, die Draw-Methode aufrufen und dann werden die gezeichnet. Jetzt wollen wir ja eigentlich, wenn eine Taste gedrückt wird, diese Buchstaben einzeln rausfischen anhand von dem Char, der in dem Event drin steckt, das ausgelöst worden ist, und dann das Erscheinungsbild von diesem Key ändern. Dazu schauen wir nochmal ganz kurz zurück in diese Klasse und ich ergänze jetzt ein paar Methoden, die relativ einfach sind. Ich ergänze eine private Methode, die nenne ich Fokus, die versetzt diesen einen Buchstaben in diesen Modus ich bin fokussiert. Und das heißt übersetzt nicht viel was anderes, als dass wir dem Hintergrund dieser Taste eine andere Farbe geben. Können Sie sich jetzt aussuchen, was Sie machen möchten. Ich sage mal, wenn eine Taste fokussiert sein soll, also wenn ich repräsentieren möchte, dass die Taste auf meiner Tastatur gedrückt wird gerade, die mit dem jeweiligen Rechteck korrespondiert, dann mache ich die gelb. Das ist jetzt einfach meine Designentscheidung. Sie können irgendeine andere Farbe nehmen. Dann mache ich eine zweite Methode, Private Void, unfocus, dann mache ich genau das Gegenteil. Ich setze die Hintergrundfarbe wieder zurück auf die Farbe, die ich ursprünglich genommen habe. Und das wäre bei mir rot. Das haben wir oben benutzt im Konstruktor. Alle Rechtecke sind ursprünglich rot. Und wenn wir den Fokus wieder rausnehmen, also wenn die Taste losgelassen wird, dann setzen wir den wieder auf den ursprünglichen Wert zurück. Und jetzt brauchen wir noch eine Methode, mit der wir, je nachdem in was für einem Zustand unsere Taste gerade ist, entweder diese Fokus-Methode aufrufen, das heißt die Hintergrundfarbe gelb setzen, oder das Gegenteil machen, die wieder unfokussieren. Das ist so eine ganz, ganz häufige, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Muster ist, aber das ist was, was Sie relativ häufig haben. Sie haben so zwei Zustände, die Sie explizit setzen können, Fokus setzen, Fokus wieder rausnehmen, und Sie haben dann zusätzlich eine dritte Methode, Private Void Toggle, die jedes Mal, wenn sie aufgerufen wird, oder machen wir es nochmal ein bisschen expliziter, Toggle Fokus, jedes Mal, wenn sie aufgerufen wird, entweder das Element jetzt in unserem Fall fokussiert oder einen dieser Zustände auswählt oder den anderen, und zwar in Abhängigkeit dessen, was gerade im Moment in diesem Objekt für einen Zustand herrscht. Also genau, Lichtschalter ist sogar ein super Beispiel. Der kann entweder ein oder aus sein. Und wenn Sie draufdrücken, also ich kann an einem Lichtschalter eh immer nicht erkennen, ob der an oder aus ist. Ich erkenne es nur daran, ob das Licht an ist. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Entweder ist gerade diese Taste fokussiert, dann ist die gerade gelb. Dann würde, wenn wir diese Methode aufrufen, der Fokus rausgenommen. Oder die Taste ist noch nicht fokussiert, das heißt, sie ist rot, und wir würden dann, wenn wir die Toggle-Fokus-Methode aufrufen, entsprechend diesen anderen Zustand, diesen gelben, setzen. Und das heißt dann im Code auch, oder ist im Code relativ leicht auszudrücken. Wir schauen uns an, und man könnte das jetzt über eine Instanzvariable, Boolean oder so, noch viel schöner machen, oder vielleicht sogar eh nur mit Werten. Wir machen das jetzt einfach auf Basis von den Farben. Schauen uns an, welche Farbe hat denn dieses Shape gerade? Und wenn das zufällig gelb ist, dann sagen wir, man sollte doch bitte schön den Fokus rausnehmen, weil offensichtlich ist die Taste ja schon fokussiert. Und wenn es nicht so ist, dann fokussieren wir die Taste, also setzen diese Hintergrundfarbe auf gelb. Und dann ist sie wieder gelb, und wenn wir das nächste Mal die Taste aufrufen würden, würden wir in den ersten Teil geraten. Dann würden wir über die Unfocus-Methode die Hintergrundfarbe wieder auf Rot setzen und würden beim nächsten Aufruf von dieser Toggle-Focus-Methode in den zweiten Teil geraten. Das können Sie sich merken oder vielleicht ein bisschen auch selber mal ausprobieren. Das ist ein Mechanismus, den Sie ganz, ganz häufig haben. Weil manchmal wissen Sie als jemand, der mit diesen Objekten interagiert, gar nicht, in was für einem Zustand dieses Objekt gerade ist, und Sie möchten nicht immer erst fragen, in was für einem Zustand bist du gerade, und dann selber entscheiden, ob jetzt Fokus oder Unfokus von außen aufgerufen werden soll. Stattdessen fügen Sie diese dritte Methode ein. Manchmal sind diese beiden Methoden dann auch öffentlich natürlich, wenn Sie trotzdem noch von außen explizit einen bestimmten Zustand setzen möchten. Aber dieses Toggling, mach einfach das Gegenteil von dem, was du gerade bist, das ist ganz, ganz häufig was. Und damit können wir jetzt das Eigentliche machen, was wir machen möchten. Wir können nämlich jetzt hier in unserer Graphics-App eine Methode ergänzen, Private Void Toggle Key Focus. Ich übergebe dieser Methode als Parameter einen Char. Und was ich jetzt machen möchte ist, ich möchte anhand von diesem Wert hier schauen, gibt es in meiner HashMap einen Wert, eine Taste, die mit diesem Schlüssel gespeichert ist. Hier ist dann auch tatsächlich der Schlüssel gemeint und nicht der Wert. Und wenn das der Fall ist, wenn ich unter diesem Schlüssel in meiner HashMap eine Taste finde, dann möchte ich deren Zustand toggeln, also diese Methode, die wir gerade geschrieben haben, aufrufen. Also hier schauen wir jetzt zuerst, können uns das mal in einer lokalen Variable speichern. Ich legt eine lokale Variable an, in der ein Key gespeichert werden kann, also eine Instanz von unserer Klasse. Ich schaue in meiner Keys-Hashmap, ich hätte die Variablen alle anders benennen sollen. Es wird jetzt super verwirrend, aber sie kriegen das hin. Ich schaue in meine Hashmap rein, Keys, mit der Get-Methode und frage meine Hashmap, gibt es in dir einen Wert, der mit diesem Key hier versehen worden ist. Also habe ich irgendwann im Vorfeld mal ein Objekt vom Typen Key abgelegt und dabei als Schlüssel, das ist quasi das Äquivalent zu der Put-Methode, diesen Character verwendet. Natürlich dann als Objektrepräsentation. Und da bekomme ich entweder ein Objekt zurück, also ein Key, wenn ein entsprechender Wert gefunden worden ist, oder ich bekomme Null zurück. Mit dem Wert signalisiert mir dann die Hashmap, dass unter diesem Schlüssel kein Eintrag gefunden worden ist. Und das kann ich mir zunutze machen mit so einer kleinen if-Abfrage. Ich frage nämlich jetzt, ist da irgendwas anderes außer Null drin? Und wenn, kann ich mir in unserem Fall hundertprozentig sicher sein, dass das ein funktionierendes Key-Objekt ist und kann dann auf dem... Moment, habe ich jetzt die Methode nicht richtig gemacht? Ah, die muss öffentlich sein, sorry. Also diese Methode, mit der wir das Toggling machen, die ist öffentlich. Die expliziten Methoden Focus und Unfocus, die sind privat. Aber diese hier muss öffentlich sein und die rufen wir dann an dieser Stelle auf. Also ich schaue in meine Hashmap, gibt es irgendjemanden, gibt es irgendeinen Key, der mit diesem Character versehen ist? Wenn ja, dann ist in dieser Variable irgendwas anderes gespeichert, aber nicht null. Und dann rufe ich die Toggle-Focus-Methode auf. Und diese Methode, die verbinde ich jetzt mit dem Drücken von Tasten auf meiner physikalischen Tastatur. Wenn Sie sich nämlich mal zurückerinnern an das letzte Jahr, also an Dezember, ist jetzt schon ein bisschen länger her, dann haben wir über eventbasierte Programmierung geredet. Und es gibt so zwei Methoden in der Graphics-App, die kann ich überschreiben und dann werde ich durch den Aufruf dieser Methoden darüber informiert, dass ein Tastaturevent vorliegt. Wenn Sie sich nicht erinnern, das sind die Methoden onKeyPressed, eine Taste wird runtergedrückt, und onKeyReleased, eine Taste wird wieder losgelassen. Genau, da kommt es auch gerade in den Chat rein. Und wenn diese Tasten gedrückt werden, dann finde ich über diesen Parameter heraus, welche Taste gedrückt worden ist. Und wenn wir da mal reinschauen, Event getKeyChar, kriege ich auch das Zeichen zurück. Also quasi das Label auf meiner physikalischen Tastatur oder das Zeichen, was hinter dieser Tastatur steckt. Also das gibt mir den Char zurück, der Taste, die gedrückt worden ist. Und das kann ich jetzt verbinden mit dieser Methode, die ich gerade geschrieben habe. Ich mache es mal explizit. Char, pressed char vielleicht, irgendwie so. Kleingeschrieben natürlich, dass ein primitiver Datentyp ist. Und dann rufe ich meine Toggle-Key-Focus-Methode auf und übergebe den Char-Wert der Taste, die gerade runtergedrückt worden ist. Und wenn ich die runterdrücke, dann wird der Key oder wird der Fokus von dieser Taste verändert. Am Anfang, wenn wir die Objekte initialisieren, sind alle Chars nicht fokussiert. Das heißt, die werden alle mit einem roten Hintergrund gezeichnet. Wenn ich die onKeyPressed-Methode verwende, um mitzubekommen, dass eine bestimmte Taste gedrückt worden ist, schaue ich in der Toggle-Key-Focus-Methode nach, ob in meiner Hashmap irgendwo eine Taste drin ist, die dieser physikalischen Taste entspricht, weil deren Char-Wert als Schlüssel verwendet worden ist, und ich drehe den Fokus um. Dann ist die fokussiert. Und genau das Gleiche, also Sie können jetzt wirklich mit Copy and Paste arbeiten, machen Sie auch in der onKeyReleased-Methode. Wenn die Taste losgelassen wird, dann nehmen wir den Fokus wieder zurück. Wir schauen dann wieder nach, gibt es in der Hashmap eine Taste, die mit diesem bestimmten Schlüssel versehen in der Hashmap gespeichert worden ist, mit diesem Char-Wert der Taste, die runtergedrückt worden ist, und wenn ja, ändert deren Fokus. Sie werden gleich sehen, dass das nicht so hundertprozentig funktioniert, aber es reicht, um Ihnen das Prinzip zu zeigen. Ich starte jetzt nochmal meine Anwendung, hoffe mal, dass keine Fehlermeldung kommt, und wenn ich jetzt ein bisschen auf meiner Tastatur rumtippe, sehen Sie, dass jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, ich drücke jetzt die ganze Zeit auf die Taste H, beim Runterdrücken der Fokus gesetzt wird, gelber Hintergrund, und wenn ich wieder loslasse, wird der runtergenommen. Sie sehen, wenn ich die gedrückt halte, dann haben wir so ein kleines Problem, gibt so ein Flimmern und irgendwann haben wir auch wieder so einen kleinen Bug, dass der Fokus dann nicht korrekt rausgenommen wird. Kann man alles optimieren, aber um ehrlich zu sein, ging es jetzt in der Aufgabe auch eher darum, Ihnen die Hashmap zu zeigen, und ich glaube, das zumindest wie Sie Elemente reinspeichern in die Hashmap und wie Sie dann relativ schnell und relativ einfach, auch wenn Sie den Schlüssel kennen, den Sie verwendet haben, das Element wieder rausfischen. Zumindest das haben wir uns jetzt, glaube ich, ganz gut anschauen können. Und damit sind wir auch fast mit einer Punktlandung fertig geworden. Viel mehr gibt es jetzt heute gar nicht. Ich würde es an der Stelle auch bei dem Beispiel einfach belassen, Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie eine kommentierte Fassung davon im Gripskurs finden als Lösungsvorschlag, auch genauso für die erste Aufgabe, für diese ArrayList-Aufgabe, und würde an der Stelle Ihnen für die Aufmerksamkeit danken und Ihnen alles Gute wünschen. Also ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Tage. Wir sehen uns dann, wenn Sie möchten, nächsten Dienstag wieder, erst in der Vorlesung und dann gerne auch abends wieder in der Zentralübung. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.